Das ist das Produkt, um das es hier jetzt geht in dem Video. Das ist also hier ein Sandsack. Mal gucken, was die Kollegen schreiben. Das ist ein Photoflex Sandsack, und zwar der Steadyback Sandsack bis 10 Kilo. Bis 10 Kilo, was heißt das eigentlich? Also bis 10 Kilo bedeutet, dass er mehr oder weniger mit bis zu 10 Kilo zu beladen ist. Das hat einfach den Grund, dass man hier eine feste Kilozahl angibt, weil natürlich halt eben jedes Material eine gewisse Belastbarkeit hat und die ist natürlich irgendwann erreicht, und das wäre hier in dem Fall 10 Kilo. Sie könnten auch mehr reinmachen, wenn Sie mehr reinmachen wollen und beziehungsweise mehr an Gewicht reinbekommen auch. Und dann übernehmen wir natürlich keine Garantie mehr hier für die ganzen Nähte, nicht dass dann irgendwas abreißt. 10 Kilo ist ja schon mal eine ganze Menge. Das muss man natürlich erstmal toppen. Ne? Das heißt ja nicht irgendwie, dass wir vorne 10 Kilo dran sind, dass man also hinten unbedingt 10 Kilo braucht. Das ist ja auch ein bisschen was mit Physik zu tun. Deswegen kann man das ja zum Beispiel hier an so einem Ausleger, der natürlich jetzt nicht zum Lieferumfang dazugehört, dementsprechend auch halt eben einstellen. Man kennt das vielleicht auch noch so von früher, von diesen alten Wagen, auf die man nicht stellen musste. Es gibt noch Apotheken, die haben das auch. Da ist dann halt eben so diese Skala drauf mit der Nadel und dann hat man hier das Gewicht da hinten und dann steht man dann mit seinen 100 Kilo. Ja, anderes Thema. So, was schreiben die Kollegen? Dieser Photoflex-Sandsack ist für das Beschweren bzw. die Stabilisierung von zum Beispiel Lampenstativen, Schwenkarmen oder anderen Objekten gedacht. Der Sandsack ist aus strapazierfähiger und wasserabweisender Kunstfaser gefertigt. Für die Aufnahme von Füllmaterial sind zwei Taschen mit jeweils zwei gegenläufigen Reißverschlüssen vorgesehen. Damit alles gut hält, sind alle Nähte doppelt vernäht. Zum Anbringen an das vorgesehene Objekt dienen zwei starke Öse, die wir gerade gesehen haben. Der Sandsack kann aber auch einfach wie eine Satteltasche über einen Gegenstand gelegt werden. Schauen wir uns jetzt mal an. Das wäre dann die Variante. Kann also halt eben hier mangels Haken, den man vielleicht gar nicht hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt hier so ein professioneller Ausleger, den Sie vielleicht hier eigen nennen, sondern halt eben irgendein anderes Modell. Und da haben wir den Haken einfach nicht. Ja, was machen Sie dann? Entweder selber einen Haken dran machen oder halt eben einfach das Ganze dann so oben drauf machen, wie halt eben eine Satteltasche. Ich denke mal, das ist also ziemlich einfach und verständlich. Für den einfachen Transport dient eine Trageschlaufe. Als Füllmaterial können Sand, Bohnen oder andere Materialien verwendet werden, also wie zum Beispiel Kieselsteine, Reis, geht alles. Sollten halt eben nur, wenn es Lebensmittel sind, trocken sein und auch nicht jetzt verwendet werden wollen, in dem Augenblick unbedingt. Ja, damit ist im Prinzip eigentlich schon alles gesagt. Ich habe das jetzt absichtlich so gemacht hier, auch mit diesem Produkttext, den wir hier haben, weil das halt eben so ein einfaches Produkt ist. Da gibt es nicht großartig zu erklären, ist halt ein Sandsack, Der muss halt eben irgendwo hinten dranhängen, damit er vorne ein schweres Gewicht irgendwie ausgleichen kann. Und meiner Meinung nach ist das halt eben die ultimative Lösung, um halt eben zum Beispiel jetzt hier so einen großen Ausleger-Boom, wie man das halt eben auch so nennt, wo dann vorne vielleicht irgendwelche schweren Sachen dran sind, damit dementsprechend halt eben dann auszutarieren. Und bei dem habe ich den Vorteil, ist übrigens ein Produkt, was ich nächste Woche filmen werde hier, dieses tolle Stativ, sehr qualitativ, sehr hochwertig, aber hat hier mit nichts zu tun. Und da würde ich den auf jeden Fall immer, wenn es geht, irgendwo hinten dranhängen. Der hat auch den großen Vorteil, dass man hier auf dieser Achse dann mit dieser Schraube das Ganze lösen kann. Und dann kann man den halt eben auch hin und her fahren. Aber wie gesagt, das gehört hier nicht zum Produkt dazu. Hier in diesem Video geht es auch wirklich nur um den Sandsack. Und diesen Sandsack, den gucken wir uns jetzt nochmal kurz eben im Detail an. Wir haben also jetzt den Sandsack, also das da, nicht jetzt hier hinten hingucken da, sondern da. Also hier mein Bauch ist also zwar auch, aber egal, das hat man nichts zu tun. Der Sandsack ist das, was hier vorne liegt. Ganz prominent natürlich hier, mit, damit auch keine Zweifel aufkommen, wo das Produkt herkommt, wo das also hingehört. Und das ist also halt eben dieses sehr strapazierfähige, robuste Material, das immer gefertigt ist. Also kann ich nur bestätigen. Und das sind die beiden Haken, die wir gerade gesehen haben, beziehungsweise aus der Entfernung haben Sie gesehen. Hier habe ich das aufgehängt. Mir fällt gerade übrigens ein, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Man kann natürlich auch noch, wenn das jetzt der Aufleger wäre, die ganz Schlauen sehen natürlich sofort, dass das ein Einbeinstativ ist, da kann man das Ganze natürlich hier noch durchschieben und kann das praktisch über die Stange machen, fällt mir gerade ein, wenn man keinen Haken hat. Aber jetzt habe ich den ersten Take gemacht und jetzt habe ich auch keine Lust mehr und das lassen wir jetzt auch so. Wie gesagt, man kann es halt eben einfach so aufhängen an einem Haken. Man kann den Aufleger hier durchstecken, dass er dann da hinten wieder rauskommt. Oder halt eben wie eine Satteltasche dann einfach hier über den Aufleger dann einfach drüber legen. Wir haben hier zwei Kammern, also einmal hier und hier. Und die können wir dann dementsprechend mit einem Reißverschluss öffnen. Wir haben einfach jetzt mal als Füllmaterial, damit das Ganze nicht so schlapp aussieht, einfach hier so Styropor reingemacht. Das würde kein normaler Mensch machen, wenn das kein Gewicht hat. Und wie gesagt, das auch nur als Demonstration, damit Sie sehen können,
dass man hier was reinmachen kann, wie es befüllt wird, hier über die ganze Breite der Taschen halt eben auch. So sieht das Ganze von unten aus, gibt es nicht wahnsinnig viel zu sehen. Nur das, was Sie vielleicht nicht so gut erkennen können, ist auch, dass das alles wirklich sehr gut verarbeitet ist, sehr anständig vernäht ist und auch hier oben die Befestigungsschlaufe hier oben auch, die praktisch dann ja dafür verantwortlich ist, wo die Haken hier dran sind, dass das nicht einfach abreißt, ist auch alles sehr, sehr fest vernäht. So, das also hier war der Fotoflex Steady Bag und zwar der Sandsack mit einer Tragkraft oder Gegenkraft, wenn man so will, bis zu 10 Kilo. Und ja, den kriegen Sie bei uns hier im Shop. Unter anderem natürlich auch noch die anderen Fotoflex-Produkte. Können Sie einfach mal eingeben hier, Fotoflex bei uns im Shop. Wir haben jede Menge Zeugs von Fotoflex anzubieten. Sehr viel Profi-Equipment und ja, das war's.